Das war echt ein schöner Tag gestern. In Köln bei 3Dimensionals gab es den Technologietag. Und da konnte man nicht nur im Showroom alle möglichen Drucker begutachten und auch teilweise in Aktion sehen. Also Pulver, Resin, FDM, alles mögliche da. Ein CR3D, ein großer. Es gab auch noch Vorträge den ganzen Tag über von Bambulab zum Thema Wartung der Bambulab-Maschinen. Super spannend, auf was man da alles noch achten muss, wusste ich noch alles nicht. Von Shining 3D gab es einen schönen Vortrag zum Thema 3D-Scan mit Infrarot, mit Laser, die ganzen verschiedenen Technologien, hochpräzise, wahnsinnig gut. Und auch Formlabs war da. Robin und Raphael haben hier einen Vortrag gehalten über den Form 4, den Form 4L auch direkt vorgestellt. Und dann gab es nicht nur die ganzen Teile, die zeige ich euch gleich noch, sondern eben auch so einen richtig schönen Deep Dive über, wie funktioniert es eigentlich mit Resindruck? Was muss ich alles machen? Was muss ich mit Vorbereitung, Nachbereitung machen? Wie funktioniert so eine Maschine? Wie setzt man den Support richtig? Da gab es super viele Ansätze und ich habe jetzt das Gefühl, dass ich mehr über Resindruck weiß, obwohl ich keinen Resindrucker habe, wie manch anderer, der vielleicht einen kleinen Resindrucker zu Hause hat. Super spannendes Thema. Die Teile selbst sind dann rund gegangen. Wie gesagt, das Transparente hier grandios. Ich finde das Design erstmal geil und dann auch die Detailgrade bei dem Ding Wahnsinn. Mit 80A Shore-Wert haben wir hier so einen Überstülper für einen Fahrradlenker, auch super geil gedruckt. Und dann so ein Föhnaufsatz, dann ging es dann gerade speziell nochmal, wie setze ich sowas auf die Buildplate, wie plane ich die Supports, warum plane ich Supports und sonst irgendwas. Das war echt cool. Als es dann in den Außenbereich noch ging, haben wir eine resingedruckte Axt austesten dürfen. Die ist mit einem speziellen Tough Resin gedruckt und das war echt cool, denn da haben wir eine ganze Holzpalette klein gemacht und durften da alle mal ran. Und das ist gar nicht so, dass es irgendwie zersplittern würde oder nicht stabil genug wäre. Das war eine Erfahrung für uns alle, auch wenn die Axt selbst dann natürlich in den Kosten ein bisschen höher ist. Aber ich habe noch ein paar Videos, zeige ich euch dann in der nächsten Videos.